Ich weiß nicht mal, wo es kaputt ist. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen muss. Also ja, ich muss irgendwie die Maschine reparieren. Aber wo? Und was genau? Kriegt sich ein und ist gleich unten. Ob ich hier irgendwas reparieren kann. Nein. Okay, mit der kann ich nicht groß was machen. Dad, good to see you. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Er ist ungeduldig geworden. Ich dachte gerade, vielleicht macht es Sinn, den Rohren zu folgen, aber nicht so richtig, wa? Aber die Zellen habe ich doch auch alle schon angeguckt. Da war nichts. Muss noch mal hier irgendwo suchen. Weil ich hier eigentlich am wenigsten suchen möchte. Weil hier ist es creepy. Hier ging es ja auch nicht durch, ne? Nee. Ich gehe hier nochmal nach links. Das Monster scheint auch weg zu sein, das heißt, ist gerade relativ entspannt. Sweetie, ich weiß noch nicht mal, was mit mir passiert ist. Wie soll ich dann wissen, was mit dir passiert ist? Metall ist stabil und in gutem Zustand. Das bringt nichts. Keine Ahnung. Zählt das als Antwort?
Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Oh. Gar nicht gesehen gehabt. Den kann ich nichts machen. I don't get it. Ja, hier war ja nur der creepy Raum. Ich kann nicht auf den Opferaltar. So ein Mist aber auch. Nein, ehrlich, aber was soll ich denn machen? Ich habe weder Kugelstücke gefunden. Noch irgendwelche Zutaten für irgendwas, weil ich soll den Typen ja heilen. Damit er uns helfen kann. Das Einzige, was ich finde, sind komische Maschinen, die ich irgendwie reparieren soll, aber keine Ahnung habe wie. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal in die Notizen gucken. Wo die sind, weiß ich nicht. Nee, Mementos. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Ja, Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Es wird eine Kugel benötigt. In den Folterräumen verteilt. Oh, okay, anscheinend. Gut. Dann, gehen wir halt nochmal in die Folterräume. Und suchen da eine kaputte Kugel. Ist okay. Wenn mir irgendjemand sagt, dass die da sind, dann suche ich da halt nochmal. Kann natürlich durchaus sein, dass ich dafür nach links und rechts muss, aber nach links und rechts komme ich nicht. So, Hauptschiff. Hier ist ja jetzt Folterspaß. Wird das alles hier ein Ende haben? Nein. Auch dieses Spiel wird kein Ende haben. Merkst du das denn nicht, mein Freund? Das Einzige, was hier sind, sind das Blut, irgendwelche Folterinstrumente, Rohre. Ich komme ja nicht durch. Weißt du, wenn ich wenigstens einen Teil von der Kugel gefunden hätte, das würde mir so das Gefühl geben, dass das alles irgendwas bringt, was ich hier tue. Aber nein, hier ist überall nur Blut. Das ist verschimmeltes Brot. Und das ist ein Apfelgriebsch.
Da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Und auch hier ist nichts. Pack eine Lampe wieder ein. Hier ist einfach nichts. I don't get it. Ja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe anscheinend irgendwas. My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Nein, aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde auch nachsehen. I found the Mithraim parts. Valvich had not been plundered. Do you know Mithraism? Well, I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The Dark Walls being the universe. And inside are its followers. Humans watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to allow them a real sense of connection, creation. The orbs. Du hattest lange keinen zum Sprechen mehr, wa? Naja, ich mach wie gesagt eine Aufnahmepause. Wenn er fertig geredet hat.